So. Oh, The Red Wings. Da bin ich mal gespannt. Ich mag das Thema Red Wings aus 4. Das normale Thema. Ah, schön. Interessant, okay. Gut. Ach, geil. Gut, Perfect Score kriege ich schon mal nicht hin. Ist aber auch gemein, muss ich sagen. Mit Touchpen wäre das hier schon wieder einfacher. Aber mit Controller ist das schon ein bisschen dürftiger. Ha. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie das Ding auf den höchsten Schwierigkeitsgrad ist. Schaffe ich ja nie im Leben, ey. Ah, Kacke, wieder ein schlecht erwischt. Kacke. Falsche Pfeilrichtung benutzt. Ja, gut, Taiko kannst du auch mit Controller spielen. Mit der Trommel bin ich noch schlechter tatsächlich als mit Controller. Stufe 16 in Autoplay, okay. Was ist denn Stufe 16? Welches Lied zum Beispiel? Ach so, das ist 16. Okay. Machen wir aus spaßeshalber. Ah, okay, alles klar. Ja gut, ich habe jetzt das Lied hier ausgesucht. Einfach nur so mal aus Spaß auf die höchste Stufe. Ich sag's dir jetzt schon mal, das werde ich sowas von nicht schaffen. Oha. Hat das jemand überhaupt mal geschafft, das Ding auf 3x S hinzukriegen? Ich kann gar nicht so schnell gucken. So viele rote Punkte sind da. Alter. Wir sind noch nicht mal in der Hälfte des Liedes und er ist schon bei 400.
Ja klar, irgendwelche Psychos gibt es auf jeden Fall, aber ich schaff das safe nicht. Nicht mit diesem Controller. Dafür fehlt mir die Fingermotorik, um das so hinzukriegen. Ich denke mal, wenn ich nichts anderes als dieses Spiel spiele, dann würde ich es vielleicht irgendwann hinkriegen. Ja, ich bin ja schon vom Zusehen überfordert. So, ich denke mal, meisterlich würde ich noch vielleicht hinkriegen, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht. Aber das ist für mich jetzt zu dem Zeitpunkt restlos unmöglich, vor allem alles kritisch hinzukriegen. Zwölf, ey. Komplett kritisch, ja. Würde mich mal interessieren, ob das die Macher auch hinkriegt, das Spiel. Ach, meine Güte. Ja, also gesehen habe ich es, hätte ich es schnell genug, aber die Finger kriegen das nicht schnell genug hin. Deswegen. Ich mache das meistens so, ich mache erst den einen Schwierigkeitsgrad komplett mit allen und dann arbeite ich mich pro Lied immer höher. Dann auf Expert, dann auf Meisterlich und dann auf Ultimativ und dann Meisterlich. So habe ich das, also so habe ich das jetzt bei Cult & Collar habe ich das gemacht. Da war ich glaube ich bei Expert Score glaube ich nur noch eine Handvoll Lieder, die ich auf 3x S machen musste und all kritisch. Und bei Meisterlich war ich halt auch schon bei einigen Titeln durch. Ich glaube, mit Training könnte man das hinkriegen. Ja, durchaus. Aber dann würde so ein Run, boah, locker schon mehrere Stunden. Vielleicht sogar Tage gehen, bis du das Lied mal zu Ende gespielt hast. Ich mag das überhaupt nicht mit den Pfeilen. Die Pfeile kriegen mich irgendwie meistens immer. Habe ich in Cult & Collar schon gehasst, wenn sie sind nach links oben, rechts oben oder so weiter. Gemacht habe, habe ich die meistens immer verkackt. Oha. Aber irgendwie motiviert das einen schon. Wenn man sieht, boah, das ist schwer. Naja gut, das Lied verkacke ich auf jeden Fall schon stärker. Oder wie sollte ich das denn jetzt mal am Ende? Oha. Ja, man muss sich so irgendwie die Strategie festlegen. Ich sag ja, mit einem Touchpen, ne, also mit einem Stylus-Stift und der und Knöpfe, könnte ich das einfacher hinkriegen als mit diesem Controller. Weil ich halt Cult & Call, Ultimate Score etc. habe ich nur mit Stylus gespielt. Weil ich ganz genau weiß, mit dem Ah, KZL, ja gut. Könnte man auch. Ich nehme natürlich immer meistens A und B. Oder e, oder X oder Y da. Ist ja das Gute, dass man hier alle Knöpfe benutzen kann. Das haben sie cool gemacht, aber
Cooles Genova-Theme. Gefällt mir. Wenn sie jetzt noch mit einem Gesangchor Terras-Thema machen, bin ich komplett glücklich. Ja, hast du recht, ja. Ja, muss ich mir mal umtrainieren dann. Wie gesagt, jetzt spiele ich die Lieder einfach nur runter, damit ich mal so das Gesamtpaket des Spiels gesehen habe. Und dann, wenn ich in die Feinjustierung gehe, sprich alle dreimal S und alle kritisch hinkriege, dann werde ich wahrscheinlich auch die ganzen Spiel und Spaß dann machen. Muss ich mal gucken. Okay, jetzt haben wir All-Star-Karneval, wie du es gestern gesagt hattest. Ich finde es immer noch schade, dass wir das Spiel nicht bekommen haben. Ich meine, wir haben jetzt eine verbesserte Version, aber ich hätte trotzdem gerne gesehen, was All-Star Carnival alles so hätte, ne? Einfach Serumus und der Imperator, ja, nice. Jau. Neo Exter von Orphanus. Ja, yeah, Yasmat und keine Ahnung, wie Kefka-Dings da heißt. Die Vorform von Kefka.
Ja gut, ich weiß gar nicht, wie viele Lieder Oyster Carnival hatte. Ich glaube, die hatten jetzt auch nicht so viel. Ich glaube auch irgendwas mit 300 vielleicht. Denke ich mal. Ja, hat sich geil angehört. Techno-Mix da von dem Bereich. Oh, FF7, geil. Ja, nee, hast du recht. Gerade jetzt hier am Ende war das ganz gut. Wäre das gut gewesen, hätte ich ZL und ZR benutzt. So konnte ich nämlich nur drei Tasten abdecken und mit deiner Technik hätte ich alle vier benutzen können. Ja, fühlt sich nicht schlecht an, auf jeden Fall. Muss ich nur ein bisschen mehr mit rumspielen. Aber kann ich gut meine Daumen ein bisschen ausruhen, das ist auch nicht schlecht. Hallo Ayame, was geht? Okay. Main Team von Final Fantasy 7 und jetzt kommt Sephiroth. Sehr schnell ist One Winged Angel. Interessante Wendung. Okay, Boss Battle Team. Und RF-Team. Einfach mal so die wichtigsten Musikstücke aus Final Fantasy 7 reinpacken. Wobei bei 7 hätte ich mich noch gefreut, hätten sie Shinra Hauptquartier-Themen noch reingepackt. Das war auch mega episch. Melody of Memories. Ist das Kingdom Hearts Teil? Oder ist DLC von... Ach,
Ach, gibt noch einen 13 Mittler, ja geil. Nice. 13 geht immer. Umso mehr 13, umso zufriedener bin ich. Ja gut, ein 9er Mittler wäre noch besser gewesen, aber man kann nicht alles haben. Chaos bricht aus, toll. Dein Rhythmia-Beute aus hat Chaos aus Raum und Zeit angelockt. Mach dich bereit für den bevorstehenden Kampf. Bossgegner haben dreifache LP. Ja, nee, ist klar. Ah, okay, supi. Ja. Also an sich finde ich das Kingdom Hearts Musikspiel cool. Ich komme nur mit der Steuerung 0 klar. Deswegen, also da musste ich mich auch ein bisschen reinfuchsen. Aber die Musik ist schön von Kingdom Hearts. Gerade Kingdom Hearts 2 fand ich mega cool. Und halt Dearly Beloved. Oh, wunderschönes Lied. Von Yoko Shimura. Ah, immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Oder als normale Kingdom Hearts Themen. Ja, Kingdom Hearts ist schön. Hab's leider nur nie gespielt. Ich habe alle Teile, aber nie wirklich gespielt. Muss ich unbedingt nachholen. Ja, also Melody of Memories brauchte ich auch ein paar Anläufe. Ich glaube, das Tutorial-Level habe ich auch locker ein paar Mal nachspielen müssen, weil ich es einfach nicht verstanden habe, wo ich was drücken muss. Naja, und wenn du dann halt ganz genau die Punkte sammeln möchtest, damit du die Mission da auch erfüllst, damit du weiterkommst, muss man dann ein bisschen öfters spielen, aber wie gesagt, die Musik ist ja schön. Da ist das dann weniger ein Problem. Aber hätten sie das System so wie hier gemacht, boah, das Spiel wäre eingeschlagen. Wobei ich es schade finde, es gibt ja auch ein Dragon Quest Musikspiel. Dass das noch nicht den Weg zu uns gefunden hat, das finde ich sehr schade. Hätte ich super gerne gespielt. The Mandris Machine Gun? Interessant. Oh, schön. Rose of May? Jetzt habe ich erst rausgehört, dass das verschiedene Final Fantasy Teilen sind. Ja, Rose of May ist natürlich irgendwie ein Fan-Favorit. Fight with Seymour haben sie jetzt gerade. Awakening aus 11? Ja. Das ist Awakening aus 11. Kampf gegen den Schattenlord. Wahrscheinlich war das der kurze Abschnitt war 12 gewesen. Habe ich aber nicht rausgehört, was. Ja gut, jetzt Blinded by Light ist logisch. Torn of Heavens, Final Fantasy 14. Was ist los mit mir, Alter? Ich höre mal kurz die Lieder, zack, ich weiß sofort die Titel im Kopf. Meine Güte. Ja gut, ich liebe halt den Soundtrack von Final Fantasy. Teilweise noch mehr als die Spiele selber. Mann.
So, warte mal. Was wurde denn jetzt alles geschrieben? Wir haben Taiko für Dragon Ball Soundtracks, ja. Dragon Ball, Detektiv Conan ist dabei, Tohu ist dabei. Joa. Deswegen finde ich gut bei Taiko. Und halt auch ein paar andere Anime-Openings und so. Ja. Ich versuche ja, ich spiele ja die ganze Zeit so ein bisschen mit ZR und ZL. Deswegen, also ich merke einfach, ich habe die zwei Daumen für die Richtungstasten. Was einfach mega gut ist. Oh, tatsächlich. Das Video kommt wirklich. Das strahlende des Lichts ist wiederhergestellt. Wellen musikalischer Kraft hallen durch das Land. Okay. Ah, jetzt kommt die Ending schon. Oh mein Gott, wir haben das Spiel durch. Wir können uns die Endings endlich anschauen. Hat ja auch nur 25 Stunden gedauert, ne? Nur. Echt? Geil. Ja, One Piece Red habe ich nie gesehen, leider. Deswegen. Ich habe auf der Gamescom habe ich so konntest du Karten beim One Piece Stand und so weiter kriegen. Also Odyssey hatte ich ja gespielt. Ich habe sogar Odyssey zu Hause. Das PS5 Game aber auch noch nicht gespielt. Ja, One Piece ist schon geil. Ich freue mich. Die haben ja jetzt ein neues Naruto haben sie angekündigt von Bandai. Da bin ich mega gespannt, weil das halt wie ein Storm sich spielt. Deswegen bin ich mal gespannt, wann es was rauskommt und was wir alles sehen. Ich finde das so geil, ey. Ja, genau. Garbrandt und Schattenlord gehen in Kido und Gilgamesch. Ich glaub's nicht. Ah, geil. Ich liebe das, wenn die Spiele sich so ein bisschen nicht ernst nehmen. Muss ich sagen. Ja, genau. Thanatos und Heinen rollen ja das hin und her. Genau mein Humor. Terror auf einem Kolossus, nee, ist klar. Ah, geil. Alle Bösewichte. Finde ich gut. Ja, genau. Kaktor chillt sein Leben erstmal. Beschwören einfach Kefla. Ah, feier ich. Kaktor wird einfach gegen den Bildschirm geklatscht. Oh, cool. Ja, so ein Humor finde ich wieder super. Das feiere ich auch bei Animes und generell bei Filmen. Wenn sie sich mal für ein paar Momente nicht ganz ernst nehmen. Ja, klar. Klar. Ich spiele jetzt noch die restlichen Spiele, restlichen Final Fantasy Teile noch durch. Keine Ahnung. Vielleicht bist du dann wieder zurück. Vielleicht könnte man da ein paar Runden online noch spielen. Ansonsten werde ich wahrscheinlich noch was anderes zocken. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Unterhaltung war echt geil.